beim Tetrapack, um einfach ein Stück wegschneiden und das in warmen oder heißen Wasser einweichen, weil danach kann man das Papier recht schön überziehen, vielleicht mit einem Messer noch kurz einschneiden, damit man schön abtragen kann. Solange das noch ein bisschen warm ist, lässt sich das auch total super verbieren, einfach runterkneten, ja, rundum tun. Und dann kann man das, wenn man das gut geknetet hat, auch richtig schön unten festmachen mit den Fingern, damit das eine Ebene wird, eine schöne. Ja, vielleicht noch ein bisschen auseinanderspannen, das Ganze. Dann wird das schön. Ich mache es meistens zweimal, also das Ganze von vorne. Und für unsere Idee habe ich mal jetzt eine kleinere und eine größere gemacht. Ich brauche jetzt zum Anmalen das Outdoor-Dekor und den Pinsel. Mit dem Pinsel ist es einfach total fein zum Arbeiten. Sie helfen, dass die Farbe gut deckt, ja, dass es regelmäßig oben ist und dass es nicht ausschaut wie ein Geschmier. Wenn ich es angemalt habe, dann hole ich mir gleich die Easy Stamps vom Osterset, die Haseln und die Eier. Die färbe ich mir dann in die Form ein, mit der Outdoor-Dekor-Form ein Revue. Vorher tue ich es immer ein bisschen nass machen, weil ich finde, dass die Farbe besser dann aufgenommen wird und ich nicht zu viel brauche. Das heißt, ich arbeite mal in den Tupfschwamm die Farbe hin und dann tupfe ich das auf den Easy-Stamp drauf. Schön verteilen, ja, und ihr seht, die Farbe wird sehr gut vom E-System aufgenommen. Nach jedem Drucker nur mal neu antupfen mit der Farbe, ein Probedruck vielleicht machen und dann kann ich schon loslegen, eventuell auch gleich mit einer Tischdecke. Nein.